was verändert sich eigentlich gerade in dieser Welt? Was bedeutet diese Suche von ganz, ganz vielen auf der Welt, glaube ich, gar nicht so erst nach Asyl, sondern nach Schutz? Es ist keine im Kern Asyldebatte, die wir führen auf dieser Erde, sondern Menschen, deren Welt zerbombt wird, stellen sich die Frage, wo soll meine Welt sein? Das hat mit unserer alten Asylrechtsdebatte nichts zu tun, weil die im Kern nicht individuell verfolgt werden. Ihnen wird einfach ihre Lebensgrundlage zerbombt. Heute mit Bomben, morgen vielleicht mit verdrecktem Wasser, das sie nicht mehr in die Lage versetzt, irgendwie zu überleben. Und die stellen sich Fragen, die wir uns alle stellen würden in diesen Situationen. Und was heißt das für ein Europa auf der Basis des Wertekanons Europas? Wenn ich dieses eine Wort, Frankreich fühlte sich dann aufgrund der Sätze der Kanzlerin vor Probleme gestellt. Das können so große Probleme nicht gewesen sein im letzten Jahr, denn die französische Solidarität bei der Herausforderung des letzten Jahres war exakt so groß, ein bisschen kleiner als die Schleswig-Holstein geleistet hat. Schleswig-Holstein hat mehr Flüchtlinge aufgenommen als Frankreich. Die Grande Nation sah sich nicht in der Lage, so viel zu nehmen wie mein kleines Land mit 2,8 Millionen Einwohnern.